Die Erde mit künstlichen Wolken zu kühlen ist eine Lösung. Eine Lösung für morgen vielleicht. Was, wenn sie die Lösung von heute wären? Einschnaufen, ausschnaufen, liebe Schulkinder. Versteht ihr? Hä? Versteht ihr das? Was, wenn sie eine Lösung von heute, eine Lösung, als wäre es eine Lösung, wenn eure Eltern zulassend, dass wir da oben am Schmieren sind, he? Künstliche Wolken, damit wir die Erde kühlen können. Und das verrückte Schulkind, nachdem ihr eingeschnauft und ausgeschnauft habt, der euch erinnert hat, dass ihr frei seid, das Verrückte, meine Schulkind ist, es ist vom WWF. He? Wenn ich das meinen Kindern beibringe, dass der WWF ein Teil der Illuminatis ist, ein Teil von dem Wahnsinn, der hier abläuft, oder? Ein Wahnsinn. So. Und gelesen könnt ihr das, da vier Farben sind es erraten, oder? Also. Zwei Farben, drei Farben. Das kostet etwa 20'000 Franken, alte Schweizer Franken. Ja, hat er viel gespendet für den WWF. Und das ist gekommen in der Sonntagszeitung da, Sonntagszeitung. Gut, letztes Wochenende, aber es spielt nicht so eine Rolle. Ja, schaut sie an. Also als wäre es eine Lösung, wenn wir Menschen, wenn wir Menschen das möchten, wäre das eine Lösung. Jetzt, ich weiß nicht, wie der Herrgott sich vorgestellt hat, als er die Erde kreiert hat, dass der Mensch der Herr kommt. Oh, es ist ein bisschen warm oder es ist ein bisschen kalt, jetzt tun wir doch da mal sprayen. Es gibt ja nicht, es ist nicht, ich kann nicht genau abgesehen, was das für eine Folge hat. Die Folge, die wir so ausdenken, ist eben schon, sie haben schon recht, die Erde mit künstlichen Wolken kühlen. Es wird kalt, es wird brutal. Es wird ein paar Menschen das Leben kosten, ein paar Tiere und so weiter. Aber die vom Top von der Pyramide nicht, die jetzt oberst, das spielt denen keine Rolle, weil die leben eh im Schloss wie in der Fantasiewelt. Denen ist ja das alles gleich. Aber schau mal, der spannt jemanden hier an. He. Schaut das an, voilà, voilà, wie der andere vorhin reingeflogen ist, wo ist er da hier? Hä? Der ganze Himmel versaut. Das war das Wort zum Sonntag. Das sind Freischulkinder, die zahlen keine Steuern. Die Nationalbank ist ein Beschiss. Nein, ich lebe aus einem Inside-Job. Und Novartis hat die Schweinegrippe ingeniert. Sadeli so. Einschnaufen, ausschnaufen. Ciao. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, 22, 23. 33 Sekunden hat der das gehabt. Die Winkel schnell ausmessen, dann wissen wir, wie breit der hohe Schlag ist, der von diesem hier ist. Wenn man ja sieht, aus dieser Wolke rauskommen, also aus dem Chemtrail rauskommen, muss ich das schon korrekt sagen. Und wie gesagt, so ist der ganze Himmel
ist so. Mes enfants, vous êtes, vous vous trouvez, vous polluez. Wie heisst das? Man tut mich vergiften. Mit dem Sagen vom Bundesrat. Mit dem Sagen vom Meteorologischen Anstalt von der Schweiz, nicht. Mit dem Sagen von der Presse. Mit. 2009, 1939, same. Die Technik hat sich geändert. Man tut mich jetzt nicht mit Gaskammern reinführen, sondern man tut mich jetzt einfach direkt so, nicht. Und das Zeug kommt dann runter. Und dann unsere Kühe fressen das. Oh, es gibt natürlich auch das Trinkwasser, dann trinken wir sie auch. Der Boden tut sich nicht mehr so aufwärmen. Damit ist das etwas kälter. Also die Nordhalbkugel hier. Australien sind sie auch im Sprayen. Also es ist weltweit. Ihr könnt googeln, Chemtrails. Einfach nicht auf der Schweizer Meteo-Seite. Dort in den Chemtrails eingeben, kommt nichts. Hä? Und so ist das halt. Keiner sieht es. Und keiner merkt es. Das gleiche mit der privaten Nationalbank AG. Keiner sieht es, keiner merkt es. Das gleiche mit den Steuern, die auf den Boden gehören. Keiner sieht es, keiner merkt es. Und das gleiche mit 9-11, Inside Job. Keiner sieht es, keiner merkt es. Mes élèves, meine Schulkinder. Einschnaufen. Ändern es, indem wir die Schwingungen ändern, indem wir dann ans Handy setzen, indem wir es nicht mehr anerkennen. Das ist doch ab. Die Verbrecher, schicken wir die in den Himmel. Etwa ein bisschen Licht und Liebe. Man wird etwa alles böse dunkel nehmen. Also, wenn wir hier Mathematikaufgabe, 33 Sekunden, für diesen Chemtrail zu erqueren, bei diesem Winkel gibt, wie breit ist jetzt der Chem geworden hier? Ein Flüger. Einen. Und wenn man beim Bundesamt für Zivilluftfahrt nachher fragen will, welcher ist geflogen? Hä? Welcher ist das? Staatsgeheimnis. Staatsgeheimnis können wir nicht sagen, wegen Terrorismus vielleicht gar, oder ich weiß es auch nicht. Dabei sollte die Schweizer Armee da oben sein und den Vogel oben abholen. Und ja. Einschnaufen. Ausschnaufen. Zufrieden sein.